Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Monika Thoma mit einigen Gedanken zu einem guten Energiemanagement. Die Unternehmerinnen, die zu mir kommen, haben in der Regel zwei Hauptanliegen oder eines von zwei Hauptanliegen. Das eine ist, dass sie mehr verdienen wollen und das zweite ist, dass sie gerne weniger arbeiten wollen oder anders gesagt, mehr Zeit für sich hätten. Auch mal zu gucken, was habe ich an kreativen Kompetenzen, was kann und möchte ich denn tun, um mein Potenzial weiterzuentwickeln. Wer mehr Zeit haben möchte, der ist mit dem klassischen Zeitmanagement nicht gut bedient. Denn meiner Meinung nach geht es nicht nur darum, dass man das Hamsterrad schneller dreht, also das macht keinen Spaß, erst recht nicht auf Dauer, sondern es geht darum, dass man strategisch weglässt, auslagert und energiegeladen oder den Rest, den man also weder auslagert noch weglässt, dass man den energiegeladen und sehr produktiv erledigt. Wer produktiv sein möchte, der muss auf sein Energiemanagement achten. Und ich habe mir heute tatsächlich hier auch mal einen Spickzettel gemacht, weil ich ganz viele Fakten und Anregungen zusammengetragen habe. Ich bin zum Beispiel auf der Seite voip.com, also voip.com fündig geworden, habe da mich inspirieren lassen und auch Dinge ausgewählt und würde Ihnen die heute gerne vorstellen, aber so mit meiner Erfahrung und mit meinen Anmerkungen dazu. So, und ich habe geguckt, man kann morgens was tun, tagsüber, aber auch am späten Nachmittag und am Abend. Starten wir mal mit dem Morgen. Wir sind jetzt schon wieder in der Zeit oder in der Jahreszeit, wo die Sonne morgens ein bisschen braucht, bis sie am Horizont auftaucht. Deswegen wäre gleich mal meine erste Empfehlung, sobald das der Fall ist, nehmen Sie sich Zeit, gehen Sie bewusst ein paar Minuten raus ins helle Licht, in den Sonnenschein, wenn es denn einen Sonnenschein gibt. Was jetzt im Winter auch besonders wichtig ist, ist, dass Sie auf Ihren Vitamin D-Zustand achten oder auf den, auf den Vitamin D-Spiegel. Denn wir legen zwar im Sommer durch die Sonne einen kleinen Vorrat an, aber es ist sehr wichtig, gerade um sich vor Infektionen auch zu schützen, das Immunsystem zu stärken, dass man zusätzlich Vitamin D einnimmt. Lassen Sie sich da von Ihrer Ärztin oder von Ihrem Arzt entsprechend beraten. Essen kann man leider Vitamin D nicht. Das Zweite ist, man könnte mal gucken, was man so morgens an Getränken zu sich nimmt. Viele Leute trinken eine Tasse Kaffee, ich auch, und ist aber nicht so günstig. Also eine Tasse ist schon in Ordnung, aber es gibt in der Tat Getränke, die in Sachen Energiemanagement uns viel wohler tun und uns viel mehr bringen. Das ist zum Beispiel heißes Wasser mit Zitrone. Gibt es zahllose Untersuchungen dazu. Heißes Wasser mit Zitronensaft, das fördert unseren Stoffwechsel und damit auch unseren Schwung. Das zweite ist zum Beispiel grüner Tee. Grüner Tee gibt Untersuchungen aus Japan, wo sie Spitzenathleten, wo die 4 Tassen grünen Tee am Tag getrunken haben. Und dadurch hat sich die Leistungsfähigkeit so innerhalb von 12 Wochen um 8-24% verbessert. Also wissenschaftlich nachgewiesen, wenn Sie heißes Wasser mit Zitrone trinken, wenn Sie grünen Tee trinken, dann steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit. Ich persönlich handhabe das so, dass ich als allererstes meine Tasse Kaffee trinke und steige dann entsprechend auf diese Getränke um. Morgens auch ganz wichtig, um die Energie zu boosten, eine kalte Dusche. Sagt die Wissenschaft, ich selber schaffe es nicht, kalt zu duschen. Ich habe so für mich, weil wenn ich irgendwas nicht schaffe, dann schaue ich immer, gibt es denn nicht andere Möglichkeiten für mich? Ich gebe da nicht auf, aber ich mache auch nicht das, wo ich das Gefühl habe, das eignet sich nicht für mich. Ich habe festgestellt,
Was mir gut tut, ist, wenn ich morgens mein Gesicht mit kaltem Wasser, also so greift da mit zwei Händen in den Wasserstrahl und tu dann so mein Gesicht, ja, wie sagt man, besprengen, wie auch immer, und mache das 20 Mal. Und das ist so die Frau Thoma-Variante von der kalten Dusche. Wenn Sie aber zu denen gehören, die sagen, ha, das probiere ich doch glatt mal aus oder das mache ich ja schon längst, dann können Sie sich auf auch wissenschaftlich nachgewiesene Effekte freuen. Das geht von der Dopaminproduktion an, dann fördern kalte Duschen die Fettverbrennung, was haben wir denn noch? Und sie hemmen Entzündungen. Also da gibt es wirklich gute Gründe und es lohnt sich sehr, das zu tun. Ich halte Ihnen die Daumen, dass Sie da mehr, dass Sie es besser schaffen als ich. Was auch wichtig ist, ist morgens das Frühstücken. Ich muss mich da selber immer ein bisschen am Riemen reißen, weil ich neige dazu, einfach in den Tag zu starten. Und gegen 14 Uhr habe ich dann wirklich einen Heißhunger und esse alles, was irgendwie zu finden ist und was nicht unbedingt auch gesund ist. Was ich für mich herausgefunden habe, ich esse morgens entweder ein Porridge oder ein Brei mit Himbeeren, Blaubeeren und Getreidemilch. Und das gibt mir ganz gut Energie, ohne dass es aber so den Blutzucker so stark anhebt, weil dann haben wir das Problem, dass wir schon vormittags wieder ein Leistungstief haben, weil eben der Körper entsprechend darauf reagiert. Also schauen Sie, was für Sie gut und richtig ist in der Früh. Die Marmeladensemmel, oder wenn Sie eine Anhängerin der Marmeladensemmel sind, sollten Sie vielleicht mal noch diese Gewohnheit überdenken. Auch wichtig in der Früh, wenn wir auf dem Weg in die Arbeit sind, dann heißt es ja für viele Leute, dass sie aus dem Haus rausgehen zum Auto und ins Büro oder dass man gerade mal zur U-Bahn, S-Bahn geht, aber sich dann einfach nicht wirklich bewegt. Und es gilt immer, wenn es um so Energieboosting geht, wir müssen nicht mental gesprochen oder bildlich gesprochen, wir müssen nicht die Zugspitze besteigen. Es reicht auch schon, wenn wir immer wieder eine Kleinigkeit tun. Und morgens hieße das zum Beispiel, wenn Sie einfach mal die Treppe hochsteigen oder die Treppe hochsprinten, statt immer den Aufzug zu nehmen. Tagsüber ist es wichtig, dass wir konsequent ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie viel genau das ist, weil da habe ich gefunden, dass es ganz viele, gibt es eine Bandbreite. Also das meiste ist so, ich sage es jetzt mal, gibt es irgendwelche Richtgrößen pro Kilo Körpergewicht und so weiter, aber unterm Strich bedeutet das für die meisten um die 2 bis 3 Liter, eher 2 Liter. Einer meiner Lehrer ist der Brendon Burchard und der sagt ja ganz klar, du brauchst 7 Liter. Also ich bewege mich täglich so ein bisschen zwischendrin und mir hilft, dass ich Gewohnheiten gebildet habe. Das heißt, ich trinke morgens nach dem Aufstehen gleich meinen halben Liter Wasser. Denke ich gar nicht groß drüber nach. Dann mache ich sowieso meine Teekanne, dann trinke ich noch ein Glas Sauerkrautsaft, ich trinke noch eine Tasse Ingwertee. Also das sind so einige Elemente, die ich ohne nachzudenken nutze. Und das bedeutet, dass ich um die Mittagszeit in der Regel schon mal 2 bis 3 Liter getrunken habe, ohne dass ich selber groß drauf geachtet habe. Das sind einfach meine Gewohnheiten. Das heißt, es ist einfach Ihre Verantwortung zu gucken, wie viel Sie trinken möchten. Und dann verlassen Sie sich aber bitte nicht auf die Willenskraft und auf das, mal mache ich so, mal mache ich so, weil da kommen wir nicht weit. Unsere Willenskraft ist leider eine Lusche. Besser ist es, Sie trainieren sich Gewohnheiten an, weil dann brauchen Sie Ihre schmale Willenskraft nicht zu bemühen und die nimmt ja noch dazu im Laufe des Tages dramatisch ab. Wenn ich sage Sie, dann nehmen Sie das bitte nicht persönlich. Ich könnte auch sagen ich, denn das ist das ist eine menschliche Eigenschaft. Dass wir das Essen nicht vergessen sollen, davon hatten wir es schon. Das bedeutet, dass Sie tagsüber, sobald Sie Hunger haben, einfach auch ein paar Snacks bereithalten. Es gibt auch Ernährungsschulen, die sagen, nee, papperlapapp, weg mit den Snacks. Ich bin immer jemand, der sehr pragmatisch rangeht. Wenn ich Hunger habe, dann kann ich nicht arbeiten.
wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich auch nichts. Ne? Ich stelle mir nicht den Wecker und sage, okay, jetzt ist es 11 Uhr, jetzt muss ich aber eine Brotzeit machen. Das mache ich nicht, ich lasse einfach laufen. Aber wenn ich gerne was essen möchte, und da gibt es halt Lebensmittel, die sich besser eignen als ein Schokoriegel. Zum Beispiel sind sehr geeignet Kürbiskerne. Jetzt kommen wir wieder in den Herbst hinein. Kürbiskerne sind richtige Energiebooster. Dann sind es Nüsse, Bananen, Avocados, auch die ganzen Kohlgemüse, das ist jetzt nichts für einen Snack, das ist dann mehr was fürs Mittagessen. Oder auch Lachs gelten als Lebensmittel, die den Energiehaushalt sehr gut unterstützen. Ist auch gut, wenn man am Nachmittag mal guckt, weil man neigt ja dazu, wenn es zu 4 Uhr ist, dann weiß man, ich mache jetzt eh bald das Abendessen, da esse ich jetzt nichts mehr. Aber es lohnt sich durchaus, dann noch mal eine Kleinigkeit zu essen am späten Nachmittag, weil man da einfach gut noch mal bis zum Abendessen durchhalten kann. Und es ist mehr als durchhalten, sondern dass es einem gut geht. Geheimtipp auch noch mal: Weizengras gibt es als Weizengraspulver. Ich muss mich immer ein bisschen dazu zwingen, weil es tatsächlich nicht so gut schmeckt, aber es unterstützt die Chlorophyllversorgung immens. Das heißt, in dem Moment, wo sie es getrunken haben, sind sie voller oder ist der Körper bereit, viel mehr Sauerstoff umzusetzen, und sie haben entsprechendes Plus bei ihrer Energieversorgung. Wir als Unternehmerinnen haben ja den Vorteil, dass wir unseren Arbeitsplatz genau so gestalten dürfen, wie wir wollen. Schauen Sie mal, wenn Sie sich so umschauen, ist Ihr Schreibtisch, steht da das Richtige drauf? Ist da das drauf, was Ihnen Freude macht, was Sie an die schönen Seiten im Leben erinnert? Wenn ja, wunderbar, vielleicht stellen Sie da gerne auch noch mal eine Pflanze dazu. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass Menschen produktiver sind, wenn da eine Pflanze auf dem Schreibtisch steht oder halt in der Nähe. Wenn Sie stattdessen über Ihren Schreibtisch schauen und der ist vielleicht ein bisschen nicht ganz aufgeräumt oder es ist kein Platz für was Schönes, oder wenn Sie drauf schauen, haben Sie alle möglichen Assoziationen, nur nichts Schönes, dann würde ich Ihnen ein Gespräch mit der Gabriele Thies empfehlen. Ich schreibe die Internetadresse auch nochmal in die unter dieses Video, egal ob Sie es auf Facebook sehen oder auf meinem Blog. Gabriele Thies ist Ordnungsexpertin. Das heißt, sie hilft Ihnen dabei, Ihre Träume zu verwirklichen, Ihre Ziele zu verwirklichen, indem Sie Ordnung und Struktur in Ihr Leben bringen. Aber nicht, bedeutet nicht, dass Sie jetzt keine Ordnung in Ihrem Leben haben, sondern dass Sie die Dinge genau so ordnen, wie es Ihnen angemessen ist. Gabriele Thies wäre da die richtige Ansprechpartnerin dafür. Wenn Sie merken, es ist einfach zu viel, und wenn wir alleine arbeiten im Büro, dann schuften wir manchmal so vor uns hin und vergessen ganz, dass in schwierigen Situationen das, was uns am meisten hilft, die Unterstützung von anderen ist. Also ich mache es dann so, dass ich einfach jemand anrufe und sage, oh, das und das ist gerade los, oder ich stecke gerade mittendrin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und der andere, der ja nicht so tief drin steckt, der sagt dann vielleicht, ach du, ist doch ganz einfach, du machst das und das. Ah ja, okay, also man kriegt eine Hilfe und man kriegt einfach den menschlichen Austausch, und das gibt auch wieder Kraft. Bitte auf jeden Fall auch darauf achten, wenn Sie sehr viel zu tun haben, überlegen Sie sich, was muss denn heute erledigt werden? In Klammern dazu, und was kann getrost bis morgen warten? Weil wir haben nur diese 24 Stunden abzüglich der Zeit für unser Privatleben und fürs Schlafen, und der Rest, den können wir verwenden. Und ich sage immer, den können wir nur einmal verwenden. Das ist wie beim 100er. 100 Euro kann man auch nur einmal ausgeben, auch wenn man noch so viele Ideen hätte, wie man die 100 Euro verwenden kann, so ist es mit der Zeit auch. Haben Sie die Möglichkeit, sich am Nachmittag kurz hinzulegen? Nutzen Sie das, auch wenn man nicht schläft.
ist es sehr günstig, das Hirn buchstäblich mal runterzufahren. Es kann sich regenerieren und Sie können dann hinterher wieder frisch anfangen. Das Gleiche gilt, wenn Sie einen kurzen Spaziergang ins Grüne machen oder für Leute, die es zeitlich unterbringen, ist auch eine Joggingrunde, gerade um die Mittagszeit, eine sehr interessante Sache, weil man sich hinterher einfach wieder ganz neu und konzentrieren kann und eben energetisch gut aufgestellt ist. Ein weiterer Energiebooster ist Musik, und zwar Ihr Lieblingssong. Probieren Sie das aus, wenn Sie Ihren Lieblingssong hören. Das macht einfach gute Laune. Sie könnten sogar mal auf YouTube nach dem Stichwort Dance Party suchen. Dance Party, da finden Sie ein wunderbares Video von Sean Stevenson. Den habe ich in Arizona getroffen auf einer Konferenz. Ist ein ganz kleiner Mann, ein zwergenwüchsiger Mann, der noch dazu die Glasknochenkrankheit hat. Also unendliches Leid hinter sich hat und ist trotzdem oder vielleicht gerade deshalb jemand, der andere Menschen unglaublich motiviert. Und wenn Sie da die Dance Party von Sean Stevenson sich mal reinziehen, das macht gute Laune und versöhnt mit so mancher Sache. Also Musik an und bewegen Sie sich mit viel Schwung dazu. Stichwort gute Laune. Wann haben Sie denn zuletzt gelacht? Sie kennen alle das Wort, dass Kinder so und so oft am Tag lachen und die Erwachsenen nur so und so oft. Wichtig ist, dass Sie zwischendurch einfach mal Gelegenheit haben zu lachen. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, so viel gibt es gerade nicht zu lachen, dann machen Sie es selber. Denken Sie an die Lach-Yoga-Bewegung. Das sind die Persönlichkeiten, die einfach loslachen. Sie sehen es manchmal im Park in den Großstädten. Ich selber habe schon mal ein Seminar bei Madan Kataria mitgemacht, also bei dem Gründer des Lach-Yoga, und das war eine sehr vergnügliche Angelegenheit. Sie kennen vielleicht auch das YouTube-Video, ich weiß gar nicht, ob das in Berlin oder New York war, wo jemand in der U-Bahn loslacht und plötzlich lacht die ganze U-Bahn, weil wir können uns dem nicht entziehen. Mindestens genauso ansteckend sind Katzenvideos. Die gelten ja so als das Unterste im Online-Content, aber stimmt gar nicht. Schauen Sie mal, Katzenvideos, Tiervideos, gibt es auch einschlägige Untersuchungen, wonach das einfach der persönlichen Energie unglaublich gut tut. Wenn Sie eine Dance-Party machen, dann erfüllen Sie auch gleich eine andere Empfehlung, nämlich Sie stehen auf. Sie stehen auf. Jemand hat mal gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen. Also Sitzen hat nicht mehr die beste Reputation. Achten Sie einfach darauf, dass Sie alle Stunde mal ein bisschen aufstehen. Es gibt die Empfehlung, am Stehschreibtisch zu arbeiten. Vielleicht haben Sie damit auch schon Erfahrungen gemacht. Also was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich telefoniere, dann stehe ich auf. Oder ich gehe sogar draußen rum. Weil für mich ist Bewegung eine sehr wichtige Sache und es ist nicht notwendig, dass ich am Tisch sitze, wenn ich telefoniere, es sei denn, ich arbeite ganz konzentriert mit jemandem zusammen an einer bestimmten Unterlage, dann bleibe ich natürlich sitzen. Aber sollte das nicht der Fall sein, dann gehe ich sehr gerne umeinander. Was haben wir hier noch? Wir haben noch für tagsüber zwei Aspekte, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine sind Ihre Augen. Wenn wir sehr lange und den ganzen Tag auf den Bildschirm schauen, dann sollte man darauf achten, dass man ein paar Mal in der Stunde den Augen Gelegenheit zum Urlaub gibt, zum kleinen Spontanurlaub. Das heißt, ruhig mal wegschauen vom Bildschirm, mal in die Nähe, mal in die Ferne, dass man die Augen ein kleines bisschen trainiert. Und gerne auch mal so mindestens einmal, zweimal die Stunde die Augen zumachen. Auch mal ein bisschen die Augen ruhen lassen, durchaus 15 oder 20 Sekunden. Und mir ist noch ein großes Anliegen, wenn Sie sagen, diese vielen Ideen, Tipps, die sind ja gut und schön, aber irgendwie nützt es bei mir alles nichts. Ich fühle mich sehr oft ziemlich schlapp und dann raffe ich mich schon wieder auf und mache weiter. Aber unterm Strich so richtig vor Energie sprudle ich nicht, dann würde ich Ihnen sehr ans Herz legen,
dass Sie Ihren Arzt aufsuchen und mal alle Checks machen lassen, die er Ihnen empfiehlt. Wenn Sie das Gefühl haben, ich habe jetzt eigentlich schon alles gemacht, aber es ist immer noch nicht besser, dann haben Sie meiner Meinung nach die Aufgabe, sich Ihr eigenes medizinisches Team zusammenzustellen. Das heißt, wir sind Wesen, die auf den Ebenen Körper, Geist und Seele funktionieren. Das heißt, scheuen Sie sich nicht davor, auch mal einen Heiler mit in Ihre Gruppe reinzunehmen. Es kann ein Schamane sein, der Ihnen Inspirierendes sagt. Es kann natürlich ein Schulmediziner, ein Alternativmediziner sein. Achten Sie aber darauf, dass Sie tatsächlich die besten Leute erwischen, denn es ist nicht jeder Mediziner, nicht jede Medizinerin genau auf Ihr Thema intensiv spezialisiert. Ich habe noch ganz wenig Ideen für die Zeit am Nachmittag oder am Abend. Ich habe es vorhin schon angedeutet, um 16 Uhr, bevor der Tag endet oder bevor die letzten Stunden des Tages anbrechen, achten Sie drauf, brauchen Sie eine kleine Ruhezeit, gehen Sie noch mal eine Runde raus, möchten Sie noch eine Kleinigkeit essen, das gibt Ihnen Energie und Kraft. Wenn Sie abends zum Sport gehen möchten oder zum Joggen gehen möchten, dann schauen Sie einfach mal, ob Sie Ihre Sportkleidung nicht schon mit in die Arbeit nehmen wollen. Ich kenne das von mir, aus früherer Zeit, wo ich tatsächlich auswärts gearbeitet habe. Wenn ich mal zu Hause war, mich wieder vom Sofa aufzuheben und in die Sportstunde oder in die Tai-Chi-Stunde zu gehen, ganz schwierig. Wenn ich gar nicht erst nach Hause gefahren bin, sondern direkt dorthin, das hat viel besser funktioniert. Denken Sie dran, die Willenskraft am Abend ist nicht mehr unheimlich groß. Zwei Sachen noch, wenn Sie abends mit den Freundinnen ausgehen oder zu einer Veranstaltung eingeladen sind, wo Sie wissen, da wird einfach Alkohol getrunken und ich werde keine Ausnahme machen, dann denken Sie dran, vorher sehr gut zu essen, vor allem kohlenhydratreich zu essen. Das sorgt dafür, dass Sie a. weniger Lust auf Alkohol haben und b. dass Sie einfach für das, was Sie trinken, entsprechend gut ausgestattet sind, weil der Körper einfach gut damit umgehen kann. Und last but not least, wenn Sie abends nicht arbeiten, es gibt ja Leute, die nochmal von 8 bis 10 eine tolle Stunde haben oder deren Tagesablauf verlangt, dass Sie am Abend noch ein bisschen was tun. Wenn Sie es nicht müssen, das heißt, wenn Sie einfach Schluss haben mit dem Abendessen, dann empfehle ich Ihnen auch keine E-Mails mehr zu lesen. Weil in dem Moment, wo eine E-Mail reinkommt, das kann was Positives sein. Oh, wir haben den Auftrag, juppie! Oder es kann was Negatives sein, dass sich jemand beschwert oder Sie eine Absage kriegen oder was oder irgendjemand, ich weiß nicht, was eine Nacharbeit haben möchte. Also irgendwas, wo Sie sagen, oh Mann, das habe ich aber jetzt echt nicht gebraucht, dann ist Ihr Abend im Eimer. Dann ist Ihr Frieden für diesen Abend im Eimer. Deshalb ist meine Empfehlung, wenn Sie nicht arbeiten, schauen Sie auch keine E-Mails an. Das tut Ihnen vor allem gut. Dann bin ich mit meinen Energiemanagement-Tipps schon am Ende. Ich möchte Ihnen jetzt aber noch erzählen, wie es dazu kam, dass ich mich heute mit diesem Thema beschäftigt habe. Ich habe nämlich morgens oder ich nehme immer morgens Zeit und schaue mir, wie dieser Tag werden soll. Also meine These ist es, wir können sehr wohl bestimmen, wie ein Tag werden soll. Wir müssen uns in Anführungszeichen einfach nur überlegen, wie wir uns fühlen wollen. Und dann müssen wir entsprechende Aktivitäten in diesen Tag einbauen. Und ich bin so aufgewacht und habe mir gedacht, ja, das wird so ein Tag, ja genau, das und das ist schön. Aber eigentlich wird das so ein, das wird dann so ein Tag, den ich so abhake. Ne? So, das ist so ein ganz normaler, nicht so toller Tag, sondern ganz normaler, da muss ich einiges abarbeiten. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, das kann es ja wohl nicht sein. Ich möchte, dass dieser Tag ein schöner, freudvoller Tag wird.
Und das Wichtigste, was man dafür braucht, ist tatsächlich, dass man sein Energiemanagement im Griff hat. Das war so der Hintergrund dafür, warum ich da heute zum Telefon greife und diese Gedanken für Sie oder Ihnen diese Gedanken vorstelle. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Tag, vor allem auch eine schöne Woche. Denken Sie dran, Sie bestimmen drüber, mit welchem Energielevel Sie unterwegs sind, und ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg dabei.